Druck erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Da musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Okay, ich versprech's. Also! Es wäre möglich, dass du auf dich gestellt bist. Wir werden den Fortschritt niemals aufhalten! Wenn sich die Geschichte auch nur an jeden Tausendsten von uns erinnert, wird die Nachwelt erfahren, wer wir waren und was wir getan haben. Aber bis dieser Tag kommt, halten wir stand. Wir werden dem Tod ins Auge blicken. Und wir werden kämpfen. Komm schon! Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Battlefield 1 hier auf Kai's Retro Games. In der letzten Episode hatten wir schon angesprochen gehabt, dass es jetzt mit dem zweiten Kapitel weitergeht und das ist das Kapitel Einflussreiche Folge. Aber ohne viel Bemurmeln fangen wir direkt an. Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus, denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Gut, das ist die Einführung des Spiels selber. Dann setzen wir direkt mal gleich mit an, auf Testflug. So. Vogesen in Frankreich, Frühling 1917. Die Entente verliert den Krieg in der Luft. Die deutschen Luftstreitkräfte dominieren die Westfront. Mächtige Flugzeuge und berühmte Fliegerasse beanspruchen unzählige Abschüsse für sich. Das Royal Flying Corps gerät ins Hintertreffen. Die meisten Ersatzpiloten haben weniger als 30 Stunden Flugerfahrung. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Kampfpiloten des RFC betrug 17 Tage. Ständig kommen über dem kriegsgeschundenen in Frankreich neue Flugzeugmodelle zum Einsatz. Aber Innovationen sind riskant. Einige bewähren sich, andere nicht. Flieger riskieren ihr Leben mit ungetesteten Technologien. Sie passen sich entweder schnell an oder haben einfach nur Glück. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Oh. Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal! Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich schwer besiegt, verdammt! Halt dich bloß von meinem Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich bin George Rackham, verdammt! Hör mir zu! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du mich! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Willkommen an Bord! Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham! Klar, ich bin Rackham! Ich bin dein Mann! Bringen wir den Vogel in die Luft! Du bist George Rackham.
Sohn des vierten Earl of Windsor. Genau. Piep, piep, altes Haus. Die Bristol erfüllte sämtliche Werbeversprechen. Es war ein Vergnügen, sie zu fliegen. Die Sonne schien und alles wäre perfekt gewesen, wenn ich allein gewesen wäre. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Okay. Ja, ja! Hör mal, ich kenne da diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Peace out. Na dann. Die Bristol F2 ist ein neues Flugzeug, wurde das gerade an der Front eingedrückt. Ich finde heraus, wie es in der Lage ist. Okay. Du musst ein Gefühl für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihn dran. Okay, diese Distanz halten. Spannend, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön. Folgende Verbindung. Okay, kein Flugzeug würde im Realfall zwar jetzt den Steilflug so schaffen, es ist ergeben. Er darf uns nicht entkommen. Mal sehen, was er noch kann. Bleib an. Bristol funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Noch nicht immer ganz nach Vorschrift. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen. Wohin will er jetzt? Lass ihn. Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen. Feuer frei. Mit Vergnügen. Ja, was für ein Vogel. Da sind noch mehr Ballons. Rauch und Feuer. Verstanden. Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Da war ich zu tief. Balla. Bring. Clyde Blackburn. Da war ich etwas zu tief, macht aber nichts. Huppala. Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie. Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Na, verdammt, zu spät wieder. Jetzt, was mache ich da heute? Ist ja unglaublich. Ich glaube, das wären nur Outtakes nachher. Aber gut. Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst.
Letzte. Okay, kann ich mal was fragen? Klar! Warum klingt George Rackham, der Sohn des 4. Earl of Windsor, wie ein Amerikaner? Ich übernehme Akzente ziemlich schnell. Wenn die Jerrys Musik sehen, spreche ich wahrscheinlich Französisch. Aha. Du bist ziemlich misstrauisch, Wilson. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Heilige Scheiße! Deutsche! Was machen wir jetzt? Na was wohl? Wir schießen sie ab! Nimm was schnell! Eins muss mal sagen, ich finde den Reparaturmodus hier im Spiel echt nicht schlecht. Noch mehr Jerrys! Ich sehe sie! Halt deine Unterhose fest! Unterhose. Ein Problem weniger! Verbündeter getroffen! Er stürzt ab! Mir schon besser. Will der wohl hin? Da lang! Und wir verfolgen ihn! Gut, dann ihm nach.
du denn? Wir sollten umdrehen! Na, scheiß auf die Basis! Hochziehen! Hochziehen! Entdecken wir zufällig, wo die Deutschen ihre Munition für die halbe Westfront lagerten. Und mit Wilsons Fotos konnte das Hauptquartier einen Angriff starten. Es gab nur ein Problem. Ich bin nicht sicher. Ach komm schon, das war großartig. Dafür kriegen wir eine Auszeichnung. Wir hätten gar nicht dort sein dürfen. Wenn der Commander die Fotos sieht, ist das egal. Wir waren echt gut. Und können es wieder sein. Ich habe einen Vorschlag. Wenn wir das durchziehen, dann musst du mir jetzt versprechen, dass du mich in einem Stück zurückbringst. Klar doch. Verspreche es. Ich will dein Wort. Okay, ich verspreche es. Bleib hier. Und mach mir ja keinen Ärger. Herein. Ich mochte den Kerl irgendwie. Aber er war ziemlich naiv. Sir, Sie sollten sich die hier mal ansehen. Bei allen Heiligen. Sie müssen einen Wahnsinnspiloten. Ein Wahnsinnspiloten. Ehe wir es uns versahen, waren wir wieder in der Luft. Wir hatten Befehl, den Weg für die Bomber freizumachen, damit sie diese Festung zerstören konnten. Aber vorher sollten wir ihre Luftschiffbarriere abschießen. Stell dir mal vor, du bist Späher aus so einem Luftschiff. Pech gehabt, Fritz. Als nächstes mussten wir uns um ihre Flugabwehrwagen kümmern. Der Angriff war schon in vollem Gang, als wir ankamen. Wir mussten alle Verteidigungsstellungen ausschalten und dann unsere Bomber zum Ziel eskortieren. Ziemlich viel verlangt, aber sie sagten, ein Sieg könnte den Verlauf des ganzen verdammten Krieges verändern. Wilson war natürlich alles andere als begeistert. Jetzt, wo wir es tatsächlich machen, fühlt es sich richtig gefährlich an. Vertrau mir und schnall dich ordentlich an! Roll die Luftschiffe runter, damit der Weg für unsere Bomber frei ist. Kein Problem! Sichere nach hinten! Wir haben einen im Nacken. Mach was! Ballon erledigt! Danke, Adlerauge! Das Auge ist erwachsen, ne? Fehler macht. Gut, okay. Das war nicht so gut. Flachs in Stellung. Ich sehe sie! Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. Weniger, das uns Sorgen macht.
verlasse mich mal darauf, dass er zu schnell lädt. Das ist, glaube ich, mein stärkster Fehler. Sonst hätte man das schon längst geschafft. Himmelarsch, und für dich stelle mich wieder an wie ein. Na, macht er nichts. Ich sehe sie! Nicht aufgeben, weitermachen. Wir müssen sie schnell außer Gefecht setzen. Halt die Jäger von ihnen fern. Kein Problem, Wilson. Gleich wirst du staunen. Wir haben meine Bombe verloren. Sie müssen es zur Festung schaffen, sonst scheitert die Mission. Ich weiß, ich weiß. Hoppi! Kümmere dich um die Jäger, bis die nächste Welle kommt. Die Krauts haben wohl unendlich viele Jäger, was?
glaube, das hat sich bezahlt. Der Angriff ist volle Möhre durchgekommen, ja. Oh Scheiße! Wir sind gekommen! Ich schaff das! Festhalten! So, die Frage ist jetzt, wie geht's jetzt weiter zum Thema, nachdem wir gesehen haben, dass die beiden jetzt da elegant abgestürzt. Ich gehe mal davon stark davon aus, dass sie abstürzen werden. Der Vogel war hinüber. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Ich für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Oh. So wieder mitten im Feindesgebiet, so wie vorher auch. Bei der Panzerreparatur. So. Wie das ganze Spiel jetzt natürlich nun weitergeht. Und ob wir uns dann mitten durchs Niemandsland kämpfen werden. Das alles erfahren wir dann in der nächsten Episode von Let's Play Battlefield 1. Das zweite Kapitel. Einflussreiche Freunde. Ich hoffe, es hat bis jetzt beim Zuschauen Spaß gemacht. Halt eben, da waren einige Patzer von mir jetzt beim Zocken drin, muss ich ehrlich zugeben, zum Thema, ich war schon mal besser dran. Aber gut, halt eben in dem Punkt, es ist spät in dem Punkt, die Müdigkeit hält auch schon bei mir mittlerweile Einzug und ich sag mal, das ist entschuldbar. Hoffe ich doch jedenfalls. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, halt eben vom Gameplay und so weiter her, halt eben, gebt mir bitte ein Daumchen nach oben. Wenn nicht, naja, Gegenteil, halt eben ganz klar zum Thema Ehrlichkeit ist immer am besten. Kritiken, Verbesserungsvorschläge sowie alles drum und dran, bitte in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da über jeden Satz, der da den Einzug hält, halt eben zum Thema, jedenfalls jeden, der konspirativ ist, nicht über Blödsinn. Und ja, wie gesagt, halt eben abonnieren nicht ganz vergessen, ganz klar, so kriegt man halt eben immer die neuesten Videos von mir, bleibt immer auf dem Laufenden, halt eben sieht, was Neues gibt und so weiter, halt eben erfährt auch die neuesten Update-Videos und so weiter über die neuesten Blablabla-Entwicklungen und so weiter bei mir. Ja, wie gesagt, also dranbleiben, es bleibt spannend, wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Also